Heute zu Gast bei mir im Studio ist Michael Breuer, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes. In dieser Funktion repräsentiert er seit 2008 die 29 Sparkassen des Rheinlandes gegenüber Politik und Aufsichtsbehörden und vertritt ihre Interessen innerhalb der großen und vielfältigen deutschen Sparkassenorganisation. Nach den Erschütterungen der Finanzkrise in den Jahren 2008 bis 2012 ist die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie für die Sparkassen und deren Kundinnen und Kunden die zweite ganz große Herausforderung des gelernten Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers in diesem Amt. Zuvor war Michael Breuer, der mit seiner Familie in Erkstadt lebt, über viele Jahre in der nordrhein-westfälischen Landespolitik aktiv, seit 1995 als Abgeordneter im nordrhein-westfälischen Landtag und zuletzt von 2005 bis 2007 als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Sehr geehrter Herr Breuer, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Projekt der Stadt Bestes, das Positive in der Krise, teilzunehmen. Schön, dass Sie da sind. Gern. Deutschland erlebt zurzeit, wie viele Länder um uns herum auch, einen zweiten Lockdown. Eine Ausnahmesituation, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Die Krise betrifft alle Teile der Gesellschaft in unterschiedlich harter Ausprägung. Herr Breuer, wie war es bei Ihnen? Wie haben Sie von der Pandemie, von der Krise und von dem Lockdown erfahren? Wie hat sich das bei Ihnen geschäftlich und auch privat ausgewirkt? Naja, erstmal habe ich ja gehört, wie alle von uns, dass sich so das so ein bisschen anbahnt. Und als wir dann sowohl beruflich, aber auch in meinen ehrenamtlichen Aktivitäten, Aufstellungsveranstaltungen, Kommunalwahl, zum Beispiel bei mir zu Hause in Erftstadt oder auch die Versammlungen, die praktisch im März, April Vereinsversammlungen geplant wurden, habe ich relativ schnell gesagt, also das war Ende Februar, Anfang März, das ist Karneval gerade mal rum, ich glaube, das wird nichts. Also ich war eher am Anfang sehr pessimistisch, habe nicht Klopapier gekauft, das nicht, aber ich habe gedacht, haben wir noch genug Milch und genug Kölsch im Keller, habe ich schon gedacht. Muss ich auch einräumen. Das heißt, die Einschränkungen waren bei Ihnen schon da, sowohl beruflich, wie haben Sie das in Ihrer Funktion auch innerhalb des Betriebes gemerkt? Gab es da schwerwiegende Schritte, gab es große Überlegungen innerhalb Ihres Hauses? Ja, natürlich wird auch die Belegschaft unruhig, auch klar. Wir haben dann einer von unseren Mitarbeitern, ein Leitender oder Mitarbeiterin, Mitarbeiter, ich sage das jetzt neutral, war natürlich in Ischgl, ne, hat angerufen, hat gesagt, ich glaube, mir ist ein Idiot, auf gut Deutsch gesagt, ich gehe mal zum Arzt, ist dann nicht mehr reingekommen, das war der erste Corona-Fall. Wir haben dann im Laufe des Sommers noch zwei weitere Fälle gehabt bis zum Herbst, aber immer nur im Urlaub und zu Hause angesteckt, keiner im Betrieb. Aber die Nervosität ist natürlich bei der Belegschaft da. Die ist bei uns an Sparkassen dann. Was macht man? Wie geht man miteinander um? Sind wir kritischer Bereich auf oder zu? Das haben wir dann auch mit der Landesregierung relativ schnell besprochen, dass wir kritische Infrastruktur sind, dass wir bitte nicht zumachen. Haben wir auch nicht gemacht. Natürlich haben wir die Filialstruktur optimiert. Der eine oder andere hat dann entschieden, also ich brauche jetzt nicht von Montag bis Freitag aufzuhaben, sondern ich nehme mal 3 Tage. Die andere Filiale ist mal so ein bisschen optimiert. Wir sind relativ schnell kritische Infrastruktur geworden. Das war auch, bevor die Verordnung draußen ist, hat man mit uns das besprochen. Wir hatten dann auch sehr schnell für unsere Kundschaft, die gewerbliche Kundschaft, gesagt, bevor die da in Berlin jetzt die großen Themen anpacken, die sollen erst das Insolvenzrecht mal überprüfen. Also habe ich an einem Sonntag, ich glaube, das war Ende Februar oder war das die erste Märzwoche, mit dem einen oder anderen aus der Landesregierung gesprochen, telefoniert, sagt, seid mal vorsichtig, ihr müsst gucken, dass ihr das Insolvenzrecht als erstes anpackt, sonst laufen da die armen Leute, sag ich mal, die kriegen neben dem Ärger, den sie jetzt sowieso schon bekommen, kriegen dann auch noch Ärger mit ihren Finanzierungsthemen und dann hat dann, das hat sehr gut funktioniert, wir waren sicherlich nicht die einzigen Sparkassen, die bei ihren Landesregierungen angerufen haben, sondern das lief dann sehr schnell über Berlin, was ich sehr positiv empfand, das war, dass die Landesregierung bei uns in Nordrhein-Westfalen und sehr prominent, mein Mitministerpräsident, aber fast immer mit 3, 4 Ministern, die Wirtschaftsverbände, die Gewerkschaften sehr nah, zeitnah informiert hat, auch gefragt hat, wie sieht's aus. Das hat uns nicht immer alles gefallen, was die vorhaben, das gebe ich zu, aber es hat denen auch nicht immer alles gefallen, was wir gesagt haben, aber es war offen und fair und ist bis heute. Und auch der Landtag, das will ich auch sagen, da gibt es ja auch den Haushalts- und Finanzausschuss und der Vorsitzende, der ist ja auch hier aus Köln, der hat das begleitet und gesagt, und sagt, als Opposition, wie machen wir das dann? Hat sehr gut geklappt, muss ich wirklich sagen. Jetzt merken wir natürlich, dass es an unseren Nerven zerrt und zehrt.
Und die große Hoffnung ist natürlich, dass wir den Sommer so noch hinkriegen, erreichen, dass auch die Impfungen funktionieren. Denn ich glaube, alles Gute in dem Zusammenstehen, das muss endlich sein. Ne? Wenn es keine Verbesserung gibt, ist schwer. Sie nehmen den Begriff schon in den Mund, den ich jetzt auch abgefragt hätte. Sie haben schon positive Aspekte gesetzt, haben es auch gesehen, sehr wahrscheinlich auch die Krise eben nicht nur als Negatives empfunden, sondern eben positive Aspekte hinterher gesehen. Wie war es denn vor allen Dingen auch bei Ihnen selbst? Welche Aspekte haben Sie als positive Erinnerungen oder gab es sogar positive Dinge, die Sie durch Dritte erfahren haben? Wie war das bei Ihnen? Also im Beruf viel Verständnis, viel Lob, aber auch viel Anerkennung. Ja, also es war ja so, wir haben ja dann viel im Homeoffice gearbeitet, tun das heute auch. Ich als Skeptiker bin gar kein Homeoffice-Fan, aber ich habe dann gemerkt, dass die Produktivität auch klappt und das hat man auch Anerkennung bekommen, dass es für als Verband, für die Dienstleister, für unsere Kundschaft, auch die Sparkassen, da haben wir gesagt, die machen das eigentlich ganz gut, ne? Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, also Lob und Anerkennung. Das war schon da. Auf der anderen Seite ist mir das schon im Privatleben auch sehr, mittlerweile sehr schwer gefallen. Also es fing ja mit Ostern, aber jetzt die Weihnachtsfeiertage, das war schon bitter. Ne? Und wir kommen vielleicht auch eben auf mein Utensil, das haben wir ja sowohl mein iPad, wenn ich das so sagen darf, ne? Das begleitet mich fast überall hin. Wir machen jetzt Videokonferenzen und schalten, damit man sich wenigstens ins Gesicht gucken kann, aber auch für den privaten Bereich. Hätte mir ja nie träumen lassen, dass ich die Christmette am Heiligabend mit meinen drei Familienmitgliedern im Engeren streame übers iPad. War wunderbar, total ungewöhnlich. Aber das hat mich schon dann ein bisschen über den Schmerz hinweggeholfen. Ich hatte schon, wenn man so im Kölner Umland, der sagt, das arme Tier an Weihnachten, boah, kein, noch nicht mal eine Christmette. So, dann jetzt Karneval, das hat mir auch wehgetan. Aber auch da wieder unser iPad. Wir haben im Verband traditionell am Mittwoch vor Weiberfass eine Karnevalsfete, musste natürlich abgesagt werden. Anstattdessen haben wir den einen Gutschein für die Hennessy-Sitzung gestreamt, geschenkt. Die meisten sind ja nicht alle diskölschmäßig, haben das auch geguckt. Man hat wieder das gestreamt, man hat auf dem iPad geguckt und es ist so ein bisschen Salbe. Ne? Ein bisschen Salbe, genau, sehr schön. Haben Sie das als Quintessenz auch, dass Sie sagen, das Positive ist Ihnen jetzt in dem Fall die Digitalisierung? Oder ja, was würden Sie als? Wir haben uns ja streng daran gehalten, uns nicht zu besuchen, dass diese Digitalisierung hat da auch gelindert, so will ich es mal sagen. Wenn wir auch im Alltag das schon mal verfluchen, auch beruflich verfluchen, boah, jetzt geht alles so schnell, das hat extrem gelindert und deswegen ist das für mich auch ein Vorteil. Es ersetzt nicht die Nähe. Also so ist schöner, ne? Das ist ja klar. Aber man ersetzt natürlich ein bisschen wenigstens etwas von dem, was man sonst so gerne hat. Das Kölsch zusammen ist immer besser als das Kölsch, das Corona-Bier per Videochat, aber besser als nichts. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist das da. Und es gibt auch ein paar andere Entwicklungen, finde ich, die sehr löblich sind. Ich glaube, wenn das überstanden wird, überlegt man sich dreimal, ob man wirklich noch für 46 Euro von Köln-Bahn nach Mallorca fliegt. Und wenn wir davon ein bisschen in die Nachpandemiezeit retten, dann haben wir auch was Gutes mitgenommen. Dann ist es wirklich nicht so schlecht, dass es für irgendwas gut ist. Sagt, denkt und fühlt ein Michael Breuer. Herzlichen Dank für Ihre Worte. Gerne.